Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review, zurück nach langer Pause. Ja, heute, was möchte ich euch vorstellen? Ganz einfach, die neue Toyline Titan Returns. Das ist die neueste Toyline von Hasbro, die in den nächsten Monaten in Deutschland erscheinen wird. Und ich habe exklusiv von Hasbro zwei Figuren als exklusive Sample bekommen, um euch die Videos zu zeigen. Ja, ist einmal Optimus Prime und einmal Loudmouth. Loudmouth werde ich euch heute präsentieren und in einem anderen Video seht ihr dann natürlich dann auch Optimus Prime. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier einen der Titan Master. Die Titan Master sind diese kleinen... Ja, diese kleinen Headmaster. Headmaster werden jetzt vielleicht vielen kein Begriff sein, höchstens unseren alten Veteranen aus den 80er Jahren war das eine Serie, die quasi darauf abgestimmt war, dass die Nebulons quasi sich in spezielle Rüstungen gezwängt haben und die sich dann in die Köpfe verwandelt haben von den Autobots oder Decepticons. Und die haben die sogenannten Headmaster geformt. Ja, was haben wir wie gesagt hier? Wir haben hier Titan Returns, Titan Master Loudmouth. Das haben wir hier. Dieser kleine Roboter ergibt dieses Gesicht, das zeige ich euch später. Und dann haben wir noch sein Vehikel, wie so eine Art Sportwagen. Zeige ich euch auch gleich. Ja, hier oben haben wir Fortress Maximus, groß als Hintergrund. Finde ich ganz interessant. Das ist die größte Figur, die es gibt. Die wird definitiv dieses... ja, noch erscheinen. Ich kann nur nicht genau sagen, ob sie noch in Deutschland erscheinen wird. Das sieht man später. Ja, ansonsten haben wir hier hinten ganz groß Titan Master. Da sieht man das nochmal. Verwandelt sich im Kopf und dann nochmal aufsteckbar auf die einzelnen Körper. Hier haben wir die verschiedenen Größen. Hier haben wir die Deluxe-Class-Größe, die Voyager-Größe und die Leader-Class-Größe. Und ein einziger Kopf kann quasi auf alle Roboter platziert werden. Das ist so ähnlich jetzt wie der bei der Combiner Wars Line es der Fall war, dass du für jeden Teil des Körpers, egal ob Arm oder Fuß, quasi jeden Roboter nehmen konntest. Ja, und das haben wir jetzt hier. Es ist jedenfalls sehr interessant und ja, dann will ich euch doch mal zeigen, was jetzt so in dieser Verpackung ist. In der Verpackung haben wir, wie gesagt, den kleinen Titan Master Loudmouth. Eine ziemlich coole Figur, muss ich sagen. Im Gegensatz zu Optimus Prime auch komischerweise eine Figur, die wirklich ein total gepaintetes Gesicht hat. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Ansonsten kleine Ärmchen, die auf kleinen Balljoints sind und die Füße. Auf der Rückseite haben wir den Kopf. Im Gegensatz zur alten 80er-Jahre-Figur und Toyline ist es leider nicht möglich, die Stirn hochzuklappen, dass es verdeckt ist. Finde ich ein bisschen schade, dass man den Köpfe immer so hinten sieht. Ansonsten haben wir hier kleine Kanonen angedeutet. Und ja, die Verwandlung ist ziemlich einfach. Wir klappen einfach ihn runter und drehen ihn rum, dass die Füße so nach hinten geklappt sind. Und schon haben wir den Kopf. Der Kopf des Kleinen hier unten gilt gleichzeitig als Hals. Hier unten ist wie ein Balljoint drin und damit könnt ihr quasi den Kopf komplett bewegen, nach oben gucken lassen und so weiter. Doch bevor wir jetzt weitergehen, gehen wir nochmal in den Robotermodus zurück. Wir haben jetzt zum Beispiel hier auch das schöne Fahrzeug, was mitgeliefert wird. Mal nach hinten, damit der Zoom nicht stört. Wir haben hier, wie gesagt, dieses kleine Sportscar, so ein Hoverbike, was sich auch verwandeln lässt, natürlich. Wir haben hier einmal groß das Autobot-Symbol oben drauf und ansonsten ist die Figur relativ unspektakulär. Wir haben die Möglichkeit, Loudmouth hier mit reinzusetzen. Das ist ganz einfach. Loudmouth hat hier unten zwei Löcher und hier unten sind zwei Stifte, die ihr hier seht. Und damit wird die Figur quasi befestigt. Das heißt, wir biegen die in die Sitzposition, biegen sie unten rein und dann, ach, das habe ich ganz vergessen, die Hände müssen nach oben gebogen werden, ansonsten passt die Figur nicht in den Sitz rein. Biegen wir die Füße unten rein
und stecken sie hier unten fest. So. Und dann. So. Die Figur sitzt jetzt fest in seinem Fahrzeug und egal wie, geht nicht mehr raus. Ja, wir haben hier, wie gesagt, dieses schöne Hoverbike oder ja, Fahrzeug, egal. Das Schöne ist, wir haben hier noch die Möglichkeit, diesen Pin nach außen zu fahren. Das ist dann wie so eine Art Kanone. Würde ich jetzt einfach mal so andeuten. Muss natürlich nicht sein, dass es wirklich ein Teil der Transformation ist. Ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, wenn wir ihn wieder entfernen, dazu müssen wir hier unten diesen kleinen Pin einfach nach hinten ziehen. So. Können wir dieses Fahrzeug noch verwandeln. Das heißt, wir ziehen das nach zur Seite, drehen den Pin nach unten und drehen das Teil nach oben. Und jetzt haben wir quasi fast den Gewehrmodus. Jetzt können wir natürlich noch eins machen. Wir können diese Figur nehmen. Und wir haben hier innen drin ein kleines Quadrat. Das heißt, der Kopf passt dort perfekt rein. Allerdings müssen wir hier vorsichtig sein. Das Gesicht muss nach unten zeigen, ansonsten passt es nicht rein. So, dann drehen wir das einmal rum. Die Hände drehen wir wieder nach unten. Und drehen das nach oben. Machen das nach unten. So. Und jetzt haben wir hier quasi noch ein zweites Geschütz mit oben drauf. Ich muss sagen, ich finde es irgendwie nicht so schön. Das ist dafür da, wenn man das komplett nach unten dreht, dass man dann quasi den als Hover-Tank dann natürlich dann noch mit Raketenwerfer hat. Sehr interessant auf jeden Fall. Aber ja, geht. Hier außen haben wir noch Antriebsdüsen, was ich sehr interessant finde, und kleine Raketen angedeutet. Vorne ist ein kleiner Griff angedeutet, dass man das quasi nach oben öffnen kann. Kann man aber hier in dem Fall nicht. Das heißt, es ist in einem Guss und wie ihr hier seht, es lässt sich nicht öffnen. Ja, ansonsten die Alternative dazu wäre noch, dass man hier die Beine komplett nach hinten dreht und nach unten winkelt. Und wenn es dann so platziert wurde, halt das alles so ein bisschen abschließt. Finde ich deutlich besser. Und auch wenn das hochklappt und als Waffe benutzt, finde ich, sieht das deutlich besser aus, als wenn das noch weiter nach oben geht. Ja, das ist dann, wie gesagt, der Waffenmodus. Und dann kann man die quasi einer Leader oder Voyager oder auch Deluxe-Figur in die Hand geben. Ja, zeige ich euch gleich. So, passend farblich dazu, ich suche mal gerade ein bisschen raus, haben wir jetzt hier Ironhide von der Combiner Wars Line. Das passt natürlich farblich ziemlich gut. Stecken wir einfach die Waffe hier mal in die Hand und wie ihr seht, passt ziemlich gut in die Hand und ja, es ist eigentlich eine schöne Waffe, die man ihm hier in die Hand geben kann. Na, man könnte jetzt auch vielleicht sagen, okay, wir klappen das runter, dann wirkt es ein bisschen bulliger, nur das ist, denke ich mal, Geschmackssache. Die Figur ist relativ gut ausbalanciert mit der Waffe. Die Waffe wiegt zwar schon einiges, passt aber so ziemlich gut natürlich. Ja, ich finde, hier hat Hasbro sich auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr gute Idee der alten Headmasters neu aufgegriffen und mit den Targetmasters auch so ein bisschen, ja, vermischt. Die Idee ist super und ich hoffe, die Figuren-Toyline enttäuscht nicht. Wenn es so läuft wie bisher, dann wird die Figur auf jeden Fall einschlagen, wie die ganze restliche Toyline auch. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Wir haben in der Verpackung dann hier noch diese richtig schöne Anleitung mit einem gezeichneten Bild oben. Auch schön. Ab 8 Jahren ist die Figur. Ja, ansonsten noch ein kleiner Hinweis. Und die Transformation. Wir haben hier, wie gesagt, die Möglichkeit, den Piloten dann rauszunehmen, das rumzudrehen, alles rauszuklappen, ihn zusammenzuklappen und, wie gesagt, hinten dran zu stecken. Und dann ist es ein kleiner Panzer. Ja, ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, es aufzuklappen und dann als Waffe zu nutzen. Hier sehen wir auch nochmal den kleinen Hinweis, dass wir es überall aufstecken können, auf jede Figur. Ja, das war's erstmal für heute. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Lasst ruhig einen kleinen Kommentar da, ich würde mich freuen. Oder abonniert mich und bleibt auf dem Laufenden. Ich wünsche euch was, euer Ray.